Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe mir einen neuen Schleppersitz gegönnt und wie ich den mit diversen anderen Aufhübschungen in meine Kabine baue, das seht ihr jetzt. Die Kabine ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Da ist einiges dran zu tun. Und ich habe letztes Jahr schon so viele Stunden drauf verbracht. Der Sitz, der hat es halt einfach hinter sich. Es gibt natürlich auch viele Reparatursätze und man kann auch neue Polster kaufen. Aber schlussendlich habe ich mir gedacht, bevor ich da jetzt noch so rumkomme, dann kaufe ich mal einfach so was Neues. Die Fußmatte gibt es leider nicht mehr original. Und wenn mal eine originale liegen hat, die noch halbwegs in Ordnung ist, kostet die horrend Geld. Das ist mir einfach zu teuer. Da werde ich jetzt auf eine Noppenmatte umsteigen. Die Seitenteile links und rechts sind, der Stoff oder der Bezug ist schon so brüchig und rissig, teilweise abgerissen. Das will ich mit Klebevlies, Kfz-Vlies, ein bisschen aufhübschen. Und ja, allgemein haben wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Denn dieses Jahr wären es ein paar mehr Hektar, als es letztes Jahr schon gewesen ist. Und damit auch viele mehr Betriebsstunden, die ich auf dem Schlepper verbringe. Was ich mir auch ein bisschen angenehmer gestalten möchte. Ja, was habe ich mir geholt? Eine ausreichend große Noppenmatte für den Fußraum, die muss ich mir zurechtschneiden. Darunter habe ich hier so ein Amaflex, so ein Dämmmaterial, das ich in den Kabinenboden reinkleben will, einfach um von unten noch mal ein bisschen mehr Schallisolierung zu haben. Ein paar Klipse und Nopsis, die sicherlich kaputt gehen werden für die Kabine, wenn ich die ganze Plastikabdeckung abnehme. Und zu guter Letzt für die Seitenteile so ein Selbstklebevlies. Mal gucken, wie sich das verarbeiten lässt, um die Kabinenseiten ein bisschen aufzuhübschen. Wie gesagt, die blauen Lederbezüge sind so brüchig und rissig, das macht einfach keinen Sinn mehr. Aber was halt richtig Geld gekostet hat, leider Gottes, war der Grammer Sitz, Grammer Maximo. War, glaube ich, ein Komfort. Wenn mich nicht alles täuscht, ist schon ein paar Tage her, als ich den bestellt habe. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, so sieht es hier drinnen aus. Gleiche Bedienungsanleitung. Maximo Professional Dynamic. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich der verarbeiten lässt. Theoretisch ist ja immer alles nicht schwer, das zu verbauen. Auf der Seite haben wir die elektrischen Anschlüsse. Ob das Plug and Play Plus passt, das weiß ich nicht, das habe ich gar nicht geprüft. Aber das werden wir rauskriegen. Ja, wie gehe ich jetzt vor? Ich werde jetzt erstmal sauber machen. Als erstes den Sitz rausbauen, den nach hinten über die Heckscheibe entnehmen. Dann nehme ich die Matten raus. Zum Matten rausnehmen, das ist schon das erste, was anstrengend wird, muss ich die Tür, die ist fest eingebaut, hier einmal rausschrauben, dass ich unten die Winkel lösen kann. Und dann fange ich an, links und rechts die Abdeckung abzunehmen, die Seitenverkleidung. Die ganzen Plastik-Nupsis abmachen, sprich einmal alles entkehren als erstes, damit ich hier auch wieder bei Null anfangen kann quasi. So, Platte ab, das sind drei Schrauben rechts, drei Schrauben links. Und jetzt fliegt das Ding erstmal komplett raus hier. So.
Schlagschraube aus der Stube holen. Ja, soweit entkernt. Das ist überall lose, bis auf den alten Verbandskastenhalter. Den kriege ich gerade nicht ab. Ich muss jetzt aber Feierabend machen und die Kinder aus dem Kindergarten abholen. Sprich, 5 Minuten noch vor Schluss flexen. Ist mir ein bisschen heiß und keiner Feuerwache halten kann. Nee, aber sonst überschaubar. Klar, viel Dreck überall drunter. Aber mit dem Rost unter der Kabine, das lässt sich echt in Grenzen. Also ich habe es schlimmer erwartet. Klar, ein paar Stellen hat es, wo die Abdeckung gerieben hat. Aber im Allgemeinen ist das alles Flugrost. Das wird natürlich weggemacht. Das freut mich schon mal. Habe ich eine grundsätzlich gute Basis, auf die ich aufbauen kann. Dann muss ich mich für heute rausmelden. Morgen geht es daran weiter. Ja, so geht's lustig früh morgens weiter. Habe ich auch soweit abgekriegt. Ja, wollte ich halbwegs Kranz lassen als Schablone für das Klebefließ nachher. Aber ja, das habe ich auch ab. Dann will ich jetzt die Kabine leer räumen, sauber machen, nochmal Flex anschmeißen, die schlimmsten Roststellen einmal anschleifen, dann kann der Rostumwandler drauf und ja, dann alles weitere.
Ja, ich habe jetzt auf die abgeschliffenen Stellen überall Rostummantel drauf gemacht. Ich nehme das hier von Berner. Habe damit ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Habe natürlich früher auch schon vertan und den ganzen Krimskrams ausprobiert, aber ist relativ aufwendig und das Zeug hier aus der Dose hat es echt in sich. Das haben wir schon ja, beim Bund für die alten Marder benutzt, um die vor Rost zu bewahren. Das hat immer gut funktioniert, das Zeug hat es echt in sich. Und wenn das abgetrocknet ist, kommt noch Rostschutzprimer drauf. Dann habe ich auch wieder einen vernünftig lackierbaren Grund. Ob ich es dann nochmal überlackiere, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich lasse es lieber so. Ich wollte ja eh Fläs drüber kleben, dann sieht man die Stellen eh nicht mehr. Das werde ich dann gleich sehen. Ja, dann kann das erstmal trocknen. Bis dahin läuft es ja ganz gut. Ja, Zwischenstand, einen Tag später. Ich habe gestern noch, nachdem das alles durchgetrocknet war, nochmal Rostschutzgrund wie geplant draufgebracht und dann nochmal grüne Farbe. Das ist jetzt soweit abgetrocknet, dass ich weiterarbeiten kann. Habe nochmal alles trocken gerieben jetzt und mit Bremsenreiniger sauber gemacht, dass das Alubitol, was ich jetzt raufbringen will, ordentlich klebt. Und dann geht es jetzt weiter. Plan ist jetzt als erstes hier Alubitol raufzubringen. Dann wird die Seite Vlies dran geklebt, dass die Seite abgedeckt ist. Da kommt hier Alubitol drauf. Da kommen die Seiten links und rechts mit Vlies abgeklebt. Ja, ob das so gut klappt, weiß ich nicht. Ich probiere das einfach mal aus und ihr guckt mal am Zeitraffer zu. Mal schauen, ob das was wird. So, langsam fügt sich's wieder. Man erkennt zumindest schon, was es wieder werden soll. Also die Verarbeitung von dem Vlies, das hat mir echt gut gefallen. Klebt wie Affenkacke. Also man muss schon von vornherein wissen, wie man kleben will, damit es dann am Ende auch da klebt, wo es kleben soll, nicht an der falschen Stelle.
Aber das ist top. Die Idee ist jetzt dahinter, dass das Vlies natürlich auch noch ein bisschen dämmt, weil dass man nicht total kein Luxus-Limousinen-Feeling hier drin kriegt, ist klar. Es ist und bleibt ja ein Trecker. Aber vielleicht wenigstens so ein bisschen, ne? So. Ja, moin. Es fügt sich. Ich sitze auf meinem neuen Sitz. Das heißt, Osterwochenende ist vorbei. Das habe ich ein bisschen mit der Family genossen und ja, ein paar ruhige Tage mal einkehren lassen. Aber Endspurt. Das heißt, jetzt wird der Rest zusammengekladdert, damit das auch endlich mal fertig wird, damit der Traktor heute mal rauskommt. Also nicht lang schnacken, loslegen. Gemütlich sitzen tue ich schon mal. Ja, ich habe mir so eine ganz einfache Packung zugelegt. Amazon, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat. 11, 12 Euro oder so. Mit allen möglichen Clips und Klicks, weil die Clips hier kriegst du eh nicht im Ganzen raus. Ja, wieder ein ganzes Stück Arbeit. Wie immer mehr als gedacht und dann länger gedauert als geplant. Aber ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ob das so im Langzeittest mit der nicht originalen Fußmatte mich überzeugt oder ich doch nochmal eine originale nachkaufe, das werde ich dann sehen. Für den Moment finde ich es eigentlich ganz schick. Die Seiten sind jetzt mit Vlies beklebt, damit das auch noch ein bisschen dämmt. Das ist auch ganz ordentlich geworden. Ich habe das selbstklebende Vlies genommen. Das ließ sich sehr, sehr gut verarbeiten. Der Grammersitz, tipptopp. Auch alle Lochbohrungen von der Grundplatte, von der Sitzgrundplatte, die im Deutz ja verbaut ist, hat alles sofort gepasst. Ich habe das jetzt nicht wundern auf den Teppich. Den Teppich habe ich quasi fest verbaut, geschraubt.
damit ich, darunter ist halt der Öldruckschalter für die Getriebe, Hydraulik. Da muss man ab und zu mal ran. Wenn das mal der Fall sein sollte, dann brauche ich bloß die Platte, also 6 Schrauben lösen und den Sitz zur Seite klappen. Dann komme ich da ran. So habe ich es ein bisschen einfacher, als alles von dem Interieur zu entfernen. So mein Grundgedanke. Auch die Anschlüsse vom Grammersitz hat Plug and Play gepasst. So wie beim Deutz der Stecker quasi verbaut war, war der auch greifbar. Ich denke aber, das werden die Fendt und so alles einheitlich haben. Und für das Grammer nicht für so viele Marken übergreifend anbieten. Das hat alles ja, sehr gut gepasst und ja, Sitzgefühl ist natürlich ganz was anderes. Dann werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Ja, und wenn ihr Fragen dazu habt, kommentieren. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.